Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Assassin's Creed Brotherhood. Beim letzten Mal haben wir ja so ein bisschen Flugsimulator gespielt, anno 1500 irgendwas, und zwar mit Leonardos Kampffluggerät. Und jetzt habe ich mir gedacht, guckst du nochmal. Beim letzten Mal habe ich auf der Karte noch ein Romulus-Versteck entdeckt. Und das würde ich mir jetzt nochmal gerne zu Gemüte führen. Aber erstmal nehmen wir die Kiste hier mit. So, Hasenpfoten. Ich glaube, hier ist eine Sackgasse. Was natürlich auch sehr praktisch ist. So, kommen wir hier irgendwie? Nö. Kommen wir hier? Mit dem Borgia-Turm habe ich mich noch nicht weiter befasst. Fehlt ja noch ein Borgia-Turm, wo ich noch nicht wirklich weiß, wie man dabei geht. Also beziehungsweise ich habe schon eine Idee, aber irgendwie scheint diese Idee nicht umsetzbar zu sein, so wie ich das mir gedacht habe. So, und hier soll jetzt irgendwo ein Romulus-Versteck sein. Wo denn bitte? Anscheinend hier irgendwo. Wo ist das? Ist das oben auf dem Dach oder wie? Ja, dann gehen wir einfach mal aufs Dach gucken, ob das da irgendwo ist. Was ist da oben? Ach, noch eine Flagge. Oh. Hier ist noch ein Innenhof. Das ist ja wahrscheinlich hier irgendwo. Jawohl. Und einmal rein da. Ich will auch hoffen, dass das kein allzu langes Romulus-Versteck ist, dass ich nach dem Teil hier so den Part mit Beendigung des Romulus-Grabs beenden kann. Alle, hepp. So, durch illegale Aktionen werden sie gesucht. Jawohl. Wobei, ich finde es nicht illegal, auf irgendwelchen Dächern rumzuklettern. So. Was haben wir da? Der sechste Tag. Die alte Residenz des Papstes überfallen, um den Schrein des Romulus zu finden. Volle Synchronisation, nicht mehr als ein Gesundheitsquadrat verlieren. Mal schauen. Irgendwie müssen wir wohl da oben hin. Gehen wir nicht davon aus, dass wir hier hoch können. Nö. Oh, ich höre es doch hier schon wieder klimpern. Aber wahrscheinlich hier oben drauf. So. Ich versuche mal einfach mein Glück hier hoch. Da geht es nicht nach oben. Okay, da kommen wir auch nicht lang. Dann würde ich erstmal hier auf das Ding draufklettern. Mal gucken, wo es hier lang geht. Okay, also wir müssen da irgendwie drauf kommen. Von dem hier wahrscheinlich, also aus dem anderen Raum. Aua. So, wie kommen wir da oben hoch? Hm, irgendwo muss das hier doch mal nach oben gehen. Okay. Versuchen wir mal Glück hier. Jo, also wir nähern uns dem Anfang, glaube ich, des Weges, den wir gehen müssen. So, hier rüber, darüber, darüber. Da kommen wir nicht durch. Ich glaube, da liegt ein bisschen Wand im Weg. So, hier vielleicht. Oder? Geht's da irgendwo noch quer? Nö. Aber hier kommen wir doch nicht durch, oder? Hm. Oder ist das wieder so ein beknackter Wandsprung? Jawohl. Wandsprünge sind ja nicht so ganz meins. So, wo geht's da hin? Okay, hier liegt noch ein bisschen mehr kaputte Wand. Ja. Nein! So. Jetzt können wir auch geradeaus weiter, weil jetzt weiß ich ja, was da links ist. Aber warum er da gerade nicht vom Tisch springen wollte, weiß ich auch nicht. So, dann müssen wir wahrscheinlich hier über die beiden
Türen, die da doch sehr vertrauenserweckend hängen. Wo auch noch was hinterliegt. Aber ich gerade keine Ahnung habe, wie ich da reinkomme. Kommen wir hier. Moment, ich glaube, ich hüpf mal da lang. Da müssen wir wahrscheinlich weiter, wenn hier ein Schatz liegt. Das war also irgendwie so ein Ding. So, Borgia-Banner entfernt. Liegt hier noch ein Schatz? Nö. Schade. Klapperschlangen sind auch da. Oder Grillen, je nachdem. Ich weiß nicht, was es war. So, ist hier noch irgendwie was? Ah, hier kommen wir gar nicht durch. Aber den Schrank hoch. Okay, hier müssen wir uns einfach fallen lassen. Ah. Ist ja sehr praktisch, dass da ein Bild runterfällt. Komme ich wieder hier hoch. Ja, sehr praktisch, dass da ein Bild runtergefallen ist. So, von hier aus darüber. Dann vermutlich mal darüber. Aber irgendwie habe ich noch keine Anhänger des Romulus gesehen. What the hell? Wenn ich stürze, hilft mir das. Wie hilft dir das? Okay. So, dann wollen wir mal einen Eingang in die Basilika finden. Müssen wir hier schauen, ob hier noch irgendwas rumliegt. Kommt ja öfter mal vor, dass dann hier noch irgendwelche Schatzkisten liegen. Die ich dann einfach mal geflissentlich übersehe. Da liegt noch so eine Borgia-Fahne, beziehungsweise so ein Borgia-Banner. So, da. Oben kommen wir wahrscheinlich nicht hoch. Also gehe ich mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Warum da eine Truhe steht, weiß ich auch nicht. Sind wir denn jetzt in der Basilika? Oder wie sehe ich das? Okay. So, erst nochmal kurz den Raum auf uns wirken lassen. Wahrscheinlich müssen wir dann da oben irgendwie lang. Kommen wir die Statue hier hoch? Sehr schön. Na komm, dann nehmen wir den Borgia-Banner da auch noch eben mit. Wenn wir ihn vorhin schon gesehen haben. Und dann mal weiter unseres Weges. Was? So war das, glaube ich, nicht geplant. Ich glaube, das war eher der Plan, wenn man aus der anderen Richtung kommt. Aber, Moment, irgendwie... Ah, okay, man musste sich da festhalten. Muss einem auch erstmal gesagt werden. So. Bis wohin können wir denn von hier aus springen? So. Okay. Aber ich dachte, man käme jetzt nach oben. So, wo geht's hier weiter? Okay, da oben. Da war wieder irgendeine Mission erfolgreich. Konnte ich jetzt aber gerade nicht erkennen, welche. Aber ist schon mal gut zu wissen, dass beide zwei Assassinen ihren Weg gemacht haben. Apropos Weg. Ich glaube, der Weg geht nicht hier weiter, sondern da. Uah. Was zur Hölle? Warum stürzt das einfach ein?
So, kommen wir denn da so rüber? Oder... Ich glaube, ich nehme mal lieber dieses... Kommen wir da rüber? Aua! So, jetzt ist natürlich auch unsere Synchronisation im Arsch. Aber da kann man jetzt nichts mehr dran machen. Ich wusste gerade nicht, wo ich da hinspringen sollte. So, einmal hier wieder hoch. So, hier rüber, darüber. Soweit war ich ja schon. Hm. So, und da die Synchronisation sowieso im Arsch ist, kann ich es auch dann... Ja, okay, es hätte funktioniert. Warum auch nicht? Meine Güte. Jetzt kann er sich da nicht mal hochziehen, oder wie? Okay. So. Wahrscheinlich da jetzt irgendwie rüber. Bin ich froh, dass ich solche Kunststückchen nicht machen muss. Weil das wäre absolut nichts für mich. Bin da nicht so der akrobatische Typ. Bin ich hier gelandet? Ja, wahrscheinlich muss ich da weiter. So. Und nu? Ah, okay, falls ich da runterfalle... Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja, Ezio, ich wollte es ja gerade sagen. So, erstmal hier ein bisschen Gesundheit pushen. Liegt hier noch irgendwas? Da liegt noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Weihrauch kann man immer mal gebrauchen. So. Wir nähern uns dem Ziel. Was wahrscheinlich hier ist. Irgendwo. Ja, da vorne müssen wir hin. Magnifico. Die Frage ist nur, wo? Oder wie? Ein Schrein des Romulus betreten. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendwie so ein fieses Gehüppe. Lupdidu. Da geht's nicht weiter, so wie das aussieht. Wo, das muss da weitergehen, das hat ja geblinkt. Was haben wir denn da? Noch eine Kiste. Wie kommen wir denn da rüber? Da oben lang? Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Erstmal nach hier unten. Da sollte er nachher auch wieder hochkommen. Will mich hier nochmal ein bisschen umschauen. Wie man da theoretisch hochkommen könnte. Vor allem, wie man da gleich in den Schrein reinkommt. Okay. Gehen wir hier einfach mal hoch. So. Wie kommen wir da oben hin? Ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel, hier lang zu hüpfen. Das bringt im Grunde genommen gar nichts. Also irgendwie muss man da hoch. Ich weiß, ich könnte jetzt einfach so in den Schrein reinlaufen, aber... Ich will es zumindest mal probiert haben. Irgendwo muss doch hier eine Säule sein, wo man hochklettern kann. Ist hier noch jemand in der Kirche? Oder wo kommt das Gesinge her? Ha, ha. Irgendwo muss man hier doch hochkommen. Irgendwo. Vielleicht, wenn man es versucht, hier rüber.
Ne, da geht's auch nicht nach oben. Das war also nicht geplant. So, wo geht's da hin? Da hatte ich noch eine Kiste. Eine Kiste. Jawohl. Nehmen wir doch gleich mal mit. Ein Schrumpfkopf. Wie geil. Ich glaube, Schrumpfkopf, das Ding, das lag vorhin bei, weiß nicht, 1 Million Florin. Und das findet man einfach mal so in der Kirche. Juhu. Ach. Okay. Armbrustbolzen, wofür auch immer. So, interagieren. Dann war das da hinten wahrscheinlich auch nur eine Armbrustbolzen. Hier ist er schon. Ein Armbrustbolzenvorrat. Okay. Objekte abschießen. Ich meine, das hatten wir ja schon bei diesem komischen Staudamm. So, da geht eine Tür auf. Müssen wir da jetzt hin? Von wo ist die Tür aufgegangen? Was? Was wurde mir denn da jetzt noch angezeigt? Na, nehmen wir einfach mal die Tür. Wahrscheinlich kommen wir dann da auch gleich dahin, wo ich vorhin eigentlich hin wollte, nach oben. So, was machen wir hier? Okay, anscheinend klettern wir wieder. Frage ist nur, wo? Okay. So. Hier kommen wir auch irgendwie nach oben. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn das jetzt schon das Romulus-Versteck gewesen wäre. Siehst du, und hier wollte ich eigentlich hin. Ja, das sind Armbrustbolzen. Nehmen wir nochmal mit. Nochmal den Armbrust... das Armbrustgerümpel wieder ausgepackt. So. So, da haben wir den nächsten. Ja, okay, da muss... das ist das, wo ich vorhin lang wollte und gedacht habe, da liegt ein Schatz. Ich würde jetzt aber gerne nochmal wieder die Armbrustbolzen auffrischen. Armbrustbolzen ein. Munition aufgefüllt. Moment, kamen wir hier nicht her? Moment. Ja, von hier kamen wir. So, wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Ups. So. Ne, hier waren wir schon drin. Wie geht das jetzt hier weiter? Wahrscheinlich muss ich irgendwie zusehen, dass ich auf die andere Seite komme. Kann er sich da festhalten? Soll da so rüber? Anscheinend nicht. Das ist jetzt blöd. Aber da oben sehe ich was, was aussieht wie ein Ring. Okay, dann kommen wir nämlich jetzt auf die andere Seite rüber. Das wäre nämlich vorhin die Frage gewesen, wie man an diesem Teil vorbeikommt. Ja, lass dich fallen. So, hier rüber. Darüber. Hier mal hochklettern. Ja, ich glaube, das ist sehr viel sinniger. Wow. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Ja. Ist auch sehr schön, dass er sich da immer seine eigenen Rückwege hinsetzt. So, wo müssen wir jetzt hin?
Bin gerade ein bisschen verwirrt. Okay, hier kommen wir drauf, aber nicht drüber. Kommen wir denn da so hoch? Na toll, hier kann er wieder nicht springen. Warte mal, hat das mit diesem Tisch hier irgendwas auf sich? Ah, okay. Da können wir dann hier wieder eine Runde. Kommen wir hier hoch? Und wenn ja, wie weit? Okay, einmal hier rum. So, nu. Seitlich springen, ja, das hatten wir ja schon mal. Zwar des Öfteren mal. So, dann, alle, hepp. Gut, dass er sich da festgehalten hat. Ich glaube, wenn er aus der Höhe abschmiert, hat er ein kleines Problem. So schwerkraftmäßig. Jetzt fangen die Mönche hier schon wieder an zu singen. So, hier rüber. Sehr schön. Aber wo müssen wir jetzt hin? Da. Ich gehe mal davon aus, dass ich hier hin muss, wenn das hier schon so angeordnet ist. So, hier nochmal einmal fallen lassen. Dann haben wir das jetzt erreicht. Nehmen wir hier nochmal Armbrustbolzen mit. Ich glaube, die waren aber voll. Jetzt will er wieder mit Sand werfen. So, damit haben wir jetzt das Kreuz umgelegt und der Weg ist frei. Amen. Sehr schön. Jetzt können wir auch den Schatz nehmen. Munition ist aufgefüllt. Kommen wir hier irgendwie runter? Ja klar, in der Kirche oder so steht einfach mal ein Heuwagen rum. Passt schon. So, der Kronleuchter schwingt hier immer noch munter vor sich hin. Kann ich mich da dranhängen? Hm, anscheinend nicht. So. Dann können wir da jetzt ungestört rein. Was ist das hier? So, erstmal gucken, hier die kleinen Truhen. So, ein Kladackring, was immer das auch ist. Was ist in der Truhe jetzt drin? Auch nur Geld. So, bevor ich das Ding aufmache, will ich noch eben gucken, was hier unten ist. Da liegt noch eine Truhe. Da liegt noch eine Truhe. Ich glaube, die nehme ich auch noch mal eben mit. Bevor ich oben die Kiste öffne. Bin mir nämlich nicht mehr sicher, ob ich dann direkt aus dem Grab geschmissen werde oder ob ich dann nachher noch suchen kann. Roter Jaspis. Da liegt noch eine Kiste. Ein Goldbarren. Da steckt man sich auch einfach mal so in die... Jackentasche bzw. Anzugtasche oder Manteltasche oder wie auch immer. So, dann haben wir hier nochmal Geld. So, liegt da vorne noch eine? Nö. So. Oh, die Leiter mal wieder nach oben klettern, den Hauptschatz eben plündern. Natürlich. Einfach mal die Leiter von der falschen Seite besteigen. Ist klar. So. Ich weiß gar nicht, war das jetzt das vierte oder... Nee, es müsste das... Ist das schon das sechste? Oder was ist hier los? Checkpoint erreicht nach Rom zurück. Ah, Schriftrolle 5. So. Ich glaube, 6 Stück gibt es.
Oder war 6 schon die große Kammer? Bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Aber das, wie gesagt, war doch ein relativ simples Romulus-Grab. Keine Gegner, kein gar nichts. Ja gut, die volle Synchronisation habe ich nicht geschafft, weil ich da einmal runtergefallen bin. Einen Erfolg habe ich auch, eine Ein-Mann-Abriss-Firma. Sehr schön. Wahrscheinlich, weil ich das Kreuz zerlegt habe. Und ja, dann würde ich sagen, beende ich dann, wenn ich gleich wieder im Spiel bin, das Spiel für heute. Werde dann auch die Session beenden und dann mal gucken, wann ich weiter aufnehmen kann. Und ja, hoffe, ihr habt Spaß dabei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, bis denn, tschüss.